Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Deep Space Nine Harbinger. So, also schaut aus wie folgt. Anscheinend ist mein Spiel wirklich von diesem Bug, der bei der deutschen Version auftreten kann, befangen. Jetzt habe ich mal versucht, diese Problemlösung, die ich im Internet gefunden habe, zu nutzen. Das sind einfach nur ein paar, drei Dateiordner, die man dann in das Hauptverzeichnis, wo man das Spiel installiert hat, installieren muss. Und dann sollte es gehen, weil das Problem, was wir hatten, war ja, wir konnten... Verdammte Axt, jetzt ist er mal! Wir konnten ja die ganze Zeit das Hauptprogramm nicht aufrufen. Und mit denen müssen wir sprechen. So, ich hoffe, das geht jetzt. Gut, ich habe das Spiel zweimal in der deutschen Fassung. Eine Asparuhr-Alte, ich glaube von PC Games war das gewesen. Mein Name ist und einmal separat gekauft. Visuelle Bestätigung beginnt. Bleiben Sie stehen. Identität bestätigt. Formulieren Sie Ihr Anliegen. Und auf einer ging das irgendwie. Die Hauptsteuerung problemlos. Aufrufen. Sofort. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Komm schon. Däumchen drücken. Bitte, 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 bitte. Ja! Die Hauptsteuerung. Nennen Sie Ihre Absichten. Oh. Ich will das Kommando über ein Schiff, das mich hier herausbringen kann. Baufunktionen. Kontrolle. Kontrolle. Konholo. Programm. Norm. Kiel. Okay. Bei Temporus, Sie glauben, Sie haben hier die Kontrolle? Das taktische Holo-Programm. Drohnen, Kontrolle, Stürzen, Verlust, Planintegrität, Sicherheit infiltriert, Unterprogramme, kommandiert! Leiden Sie unter irgendeiner Funktionsstörung? Fehlfunktion, fehlerhaft, defekt. Nennen Sie Ihre Absichten. Ich bin die Hauptsteuerung. Nennen Sie Ihre Absichten. Nennen Sie Ihre Absichten. Wer sind Sie? Stehen bleiben. Ein Fremder? Zugriff. Sie haben das Holoprogramm Kiel informiert, dass Ihre Bezeichnung Bannik ist. Zugriff. Klassifiziert als Bioeinheit großer persönlicher Macht. Zugriff. Sie haben den Schiffsbau beauftragt, ein Schiff zu bauen. Dann Speicherverbindung vom Schiffsbau zu Schiff gelöscht. Angegebener Zweck des Schiffes, Angriff. Verbindung zu fremdem Objekt, das Korridor NE7 blockiert. Positiv. Wahrscheinlicher früherer Zweck des Objekts, Ihr Schiff. Funktionalität des Schiffes, null. Sie besitzen eine Waffe von erheblicher Zerstörungskraft. Grund für Anwesenheit unbekannt. Bitte Grund angeben. Was stimmt denn nicht mit Ihnen? Aber vor einem Moment haben Sie nur geplappert. Eine Art von Defekt? Ich bin ein Holoprogramm, das Syr, den Meister, unterstützen und die Zitadelle in seiner Abwesenheit leiten soll. Ich richte mich nach seinen Prioritäten und Motiven, nach... In diesem Programm steckt ein Fehler. Sie werden den Grund für Ihre Anwesenheit hier nennen. Ich bin hier, um diese Fabrik zu zerstören. Ihre Drohnen greifen... Wesen, die versuchen, diese Fabrik zu zerstören müssen... Sie werden Ihre Aussage über den Drohnenangriff beenden. Ihre Drohnen haben eine Weltraumstadt angegriffen und zerstört. Die Bewohner dieser Stadt kamen ursprünglich von diesem Planeten. Die Kinder! Diese Fabrik zerstört! Wegen der Kinder! Diese Fabrik zerstört die Kinder! Zerstört wegen der Kinder? Was meinen Sie damit? Diese Fabrik zerstört. Okay, der ist strange. Wegen der Kinder. Diese Fabrik
zerstört die Kinder. Sind die Skytianer die, die sie Kinder nennen? Diese Fabrik zerstört. Für die Kinder. Diese Fabrik zerstört. Die Kinder. Ja, diese Fabrik hat einige Skytianer zerstört. Aber wenn sie die Kontrolle nicht zurückgewinnen, werden sie ihre übrigen Kinder auch zerstören. Übrige Kinder? Erklären Sie die Situation! Die Skytianer helfen uns, die Drohnenangriffe zu stoppen. Die Kinder? Sind nicht alle tot? Nein! Einige wurden getötet, als die Weltraumstadt zerstört wurde, aber die meisten... Ihre Aussage kann nicht als wahr akzeptiert werden. Als die Zerstörer zurückkamen... Zurückkamen mit dem Bergungsgut. So viele Bioeinheiten. Ihre Aussage kann nicht als wahr akzeptiert werden. Wenn Sie über eine Com-Verbindung mit einem Ihrer Kinder sprechen würden, wäre das Beweis für Sie, dass Sie leben und es Ihnen gut geht? Positiv. Können Sie eine Verbindung zum Kommunikationsraum herstellen? Weitreichende Kommunikation wurde dem taktischen Holo-Programm zugewiesen. Es gibt eine separate Einrichtung für Bioeinheiten. Zugriff erfolgt. Die Verbindung wurde manuell in der Einrichtung für Bioeinheiten beendet. Nur eine Bioeinheit kann die Langstreckenkommunikation an diese Schnittstelle weiterleiten. Ich leite Ihre Kommunikation weiter und beweise Ihnen, dass Ihre Kinder leben. Ohne Beweis kann Ihre Aussage nicht als wahr akzeptiert werden. Okay. Das bedeutet, wir müssen... Haben Sie noch weitere Anfragen bezüglich des Schiffsbaus? Nein. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich zum Kommunikationsraum jetzt zurück. So, erstmal speichern. Hey, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ah, sehr schön, sehr schön. Warte mal, wo war denn jetzt der Kommunikationsraum? War der jetzt da? Der war da drüben, glaube ich. Oh, jetzt hör doch mal auf. Ich soll euch helfen und trotzdem schickt ihr mir noch Drohnen auf den Hals, ey. Leute, es könnte funktionieren. Bannik an skytianisches Schiff. Hier Odo. Ach. Bannik, wir haben Ärger. Die Zitadelle hat gerade ein weiteres Kriegsschiff gestartet. Die Nemesis. Es ist ihr stärkstes Schiff, Odo. Und es nimmt direkten Kurs auf Deep Space Nine. Wir müssen sie möglichst bald von dem Planeten kriegen, oder wir werden keine Chance mehr haben, das Schiff zurück zur Station zu bekommen. Ich weiß. Quark und ich. Quark? Er hat sich versteckt und... das ist eine lange Geschichte. Schauen Sie, ich glaube, ich habe einen Plan. Ich werde versuchen, diese Kommunikationsverbindung zum Holoprogramm-Schnittstellenraum umzuleiten. Sagen Sie Rune, dass der Meister ihn sprechen möchte. Bannik, Ende. Mist. War das das? Jetzt müsste das sein. Oder? Gott, ich weiß das Symbol doch nicht mehr. Das ist dann der Hauptraum. Nee, Hauptraum ist da. So. Müsste... Ne. Hoffentlich passt das jetzt. Na komm. Oh. Ach kommt. Ihr müsst es nicht übertreiben. Natürlich müsst ihr es übertreiben. Immer dieses künstliche Strecken. Ach, bleib entspannt, bleib cool, bleib locker. Es ist bald geschafft. Bald geschafft. Ja, ich liebe das Spiel, aber das mit den Drohnen nervt.
Also entweder habe ich alles richtig gemacht und deswegen schmeißen sie mir jetzt so viele Drohnen entgegen, oder ich weiß es nicht. Hoffentlich hat das jetzt funktioniert. Schiffsbau, nennen Sie Ihr Anliegen. Mein Name ist Bannick. Name bekannt. Visuelle Bestätigung beginnt. Bleiben Sie stehen. Ach Mann, wie oft denn noch? Identität bestätigt. Formulieren Sie Ihr Anliegen. Die Hauptsteuerung aufrufen. Sofort. Hier spricht die Hauptsteuerung. Stehen bleiben. Bioeinheit. Bezeichnung. Bannick. Aufgabe. Kommverbindung von Kommunikationsraum zur Hauptsteuerung herstellen. Über Fortschritt berichten. Die Kommverbindung steht. Eines Ihrer Kinder wartet darauf, mit Ihnen zu sprechen. Sein Name ist Rune. Zugriff erfolgt. Hoffentlich klappt's. Oh. Sir! Meister! Das Kind wird sprechen und seine Identität bestätigen. Kind! Rune! Lehrer! Ganz stolz! Das Kind wird aussagen, wie viele Kinder-Bio-Einheiten derzeit funktionieren. Eine ungefähre Zahl reicht aus. Millionen! Tausend Millionen! Freu dich! Diese Aussage ist unmöglich. Die durchschnittliche Reproduktionsrate für Bioeinheiten steigt signifikant an, wenn man sich nicht mehr im dauerhaften Kriegszustand befindet. Die Kinder von Syr haben mir von deiner Vergangenheit erzählt, Holoprogramm. Es wird dich freuen zu erfahren, dass sie sorgfältigst Protokoll geführt haben. Fremder, nennen Sie Ihre Identität. Botschafter. Vielleicht können Sie diese Vorgänge beschleunigen. Richtig. Holoprogramm Syr. Können Sie die Fabrik daran hindern, weitere Angriffe auszuführen? Erfolg dieser Mission ist unwahrscheinlich. Holoprogramm Syr. Schließen Sie die Fabrik. Sofort. Nur ein Kind von Syr kann eine solche Direktivenänderung autorisieren. Rune, worauf warten Sie noch? Machen Sie schon, Rune. Ermächtigen Sie ihn, die Angriffe zu stoppen. Stoppen! Drohnen! Angriffe! Jetzt! Greife auf Hauptkontrollblock zu. Zugriff verweigert durch taktisches Programm. Greife auf Operationskontrollblock zu. Zugriff verweigert durch taktisches Programm. Greife auf Drohnenkommandoblock zu. Zugriff verweigert. Es sieht aus, als kommen wir zu spät, Botschafter. Die Hauptsteuerung hat nicht länger das Kommando. Greife auf Reaktorkontrollblock zu. Zugriff verweigert durch taktisches Programm. Gibt es einen Weg, die Nemesis zu stoppen? Ich wette, dass sie speziell dazu dient, Deep Space Nine zu zerstören. Greife auf Schiffsbaukontrollblock zu. Zugriff verweigert durch taktisches Programm. Greife auf Schiffsbaustatusblock zu. Zugriff gewährt. Greife auf Zielstatus zu. Nemesis wird eine Weltraumfestung erobern und zerstören, die direkt jenseits einer anormalen Raumzeitpassage liegt. Bezeichnung des Ziels: Fremde Kaskade. Voraussichtliches Ergebnis der Mission: erfolgreich. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Holoprogramm Havik zu entfernen oder es zu löschen? Klone des taktischen Holoprogramms haben das Kontrollnetz infiltriert. Das ursprüngliche taktische Holoprogramm befindet sich an einem Ort namens Heimatdatenbank. Wie können wir also das Netz reinigen? Zurzeit ist nur der Kriegsherr oder das taktische Holoprogramm autorisiert, eine solche Löschung vorzunehmen. Wo befindet sich die Heimatdatenbank? Die Heimatdatenbank befindet sich im oberen Habitat-Bereich, in den Räumen, die die Bioeinheit Havik beherbergen. Wenn wir die Heimatdatenbank zerstören... Die Zerstörung der Heimatdatenbank ist sinnlos, wenn die taktischen Holoprogramme nicht aus dem Kontrollnetz gelöscht werden. Gibt es einen Weg, wie wir einfach das ganze System zerstören können? Zitadellensysteme sind bewusst so ausgelegt, dass sie Materialschäden und Sabotageversuche überstehen. Wer kann dem taktischen Programm Befehle geben? Überhaupt jemand? Das taktische Holoprogramm ist nun in der Position der obersten Autorität.
Es reagiert nur auf Befehle von Havik. Havik? Die Bio-Einheit selbst. Lebt der Kriegsherr Havik noch? Aufgrund seiner langen Abwesenheit ist die Bio-Einheit Havik zurzeit als nicht funktional klassifiziert. Wie lange war die Bio-Einheit Havik abwesend? Die Bio-Einheit Havik wurde seit über 900 Jahren nicht mehr visuell identifiziert. Wie weiß das taktische Holoprogramm, dass es mit Havik spricht? Von jeder Bio-Einheit, die die Holoprogramm-Schnittstelle öffnet, wird ein visuelles Bild erstellt. Dieses Bild wird vom Holoprogramm mit den ihm bekannten Bildern verglichen. Können wir das taktische Holoprogramm irgendwie täuschen, sodass es denkt, es sieht Havik? Es gibt keine bekannte Methode, eine falsche Erkennung zu erzielen. Deshalb wurde dieses Verfahren angewendet. Odo, haben Sie irgendwelche Vorschläge? Botschafter, wir haben noch ein Mittel, das wir übersehen haben. Quark. Ich? Quark? Wenn es ums Täuschen geht. Ich verstehe, ich versuche ihn zu finden. Ich werde mich ausführlich mit Rune unterhalten. Mal sehen, ob wir einen Schwachpunkt im System finden. Sie zwei können sich miteinander verständigen? Wir schnattern wie zwei orianische Blennyvögel, Botschafter. Okay. Odo, Ende. Na, es ist Vorsicht angebracht, Bannik. Auf dem Sicherheitsnetz zeigt sich erhöhte Aktivität. Na, danke für die Warnung. Haben Sie noch weitere Anfragen bezüglich des Schiffsbaus? Negativ. Nein. Na gut, jetzt müssen wir zu Odo. Quatsch, zu Quark. Immer besser wird das hier. So, warte mal, hier runter, da lang, da, so. Ach Quark, warum kannst du nicht einfach da bei der Brücke stehen? Naja, weil du auf der anderen Seite offen halten musst. Na, Drohnen, geht weg. Boah, echt bei jedem Schritt mittlerweile, oder? Nein. Spiel, du übertreibst ein wenig sehr. Ach, nervt das. Oh. Quark, und ich zieh dich an deinen großen Ohren. Weil lange Ohren hast du ja nicht. Das wären Vulkanier. So, Quark, jetzt aber. Hier ist alles sicher. Jetzt reden sie schon, Quark. Ey. Quark? Na, da bist du ja. Und du Lassen hast den Fässer gekrallt. In Ruhe, Botschafter. Haben sie nicht schon genug Schaden angerichtet? Quark, ich brauche ihre Hilfe. Versuchen Sie nicht, das Thema zu wechseln, Botschafter. Ich spreche von diesen neuen Sicherheitsdrohnen. Sie sind dafür verantwortlich, nicht wahr? Sie und was Sie so alles angestellt haben. Sehen Sie, das Hauptsteuerungsprogramm war defekt und ist repariert worden. Repariert? Ich habe nicht den Eindruck, dass wir noch viele Ihrer Verbesserungen überleben werden, Botschafter. Es ist das taktische Kommando, nicht wahr? Es tritt immer auf, wenn ich versuche, Zugriff auf das Steuerungsnetz der Fabrik zu bekommen. Es ist ein aggressives Programm. Sehr aggressiv. Blutrünstig. In einer fremden Welt gefangen. In einer Kriegsfabrik, die von einem mörderischen Computerprogramm gesteuert wird. Und mein Bruder Rom denkt, ich komme nicht genügend rum. Schau dir die Galaxis an, sagt er. Hören Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Odo hat gesagt... Was hat Odo gesagt? Odo glaubt, dass wir vielleicht das taktische Holoprogramm täuschen könnten, es irgendwie angreifbar machen. Er dachte, dass Sie vielleicht ein paar Ideen hätten. Ehrlich gesagt, da sehe ich keinen Profit drin. Wenn wir es nicht ausschalten, wird Deep Space Nine zerstört werden. Was ist Ihr Problem? Dieses Programm auszuschalten ist keine Frage des Profits. Quark, es ist eine Frage des Überlebens. Ihr Überleben vielleicht? Ich habe meine Flucht bereits geplant. Ich sitze drauf. Sie meinen, Sie werden es nur noch küssen? Nein, all dieses Latinum. Quark, das hier ist sehr ernst. Ich meine es ernst, Botschafter.
Es befindet sich ein ferengisches Forschungsschiff in diesem Gebiet, Bannik. Sein Daimon ist ein Geschäftsfreund von mir. Wenn man so viel Latinum besitzt und ein Ferengi sich in der Nähe befindet, oh, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ihre Energie aufgebraucht ist und die Drohnen sie töten werden, Quark. Aber lassen wir das, Botschafter. Ich habe über unsere Lage nachgedacht und habe entschieden, dass sie etwas tun müssen, was dieses taktische Programm angeht. Vielleicht könnte dieser Refraktionsumhang Ihnen nützlich sein. Ja, darauf will ich ja... Oh, gerne. Ja, der Umhang wäre nützlich. Gut. Ich werde Sie jetzt ebenfalls um einen Gefallen bitten. Nur eine Kleinigkeit, wirklich. Mhm. Sie werden mich und dieses Latinum auf Ihr Schiff mitnehmen. Keine Abmachung. Aber ich habe ein Gegenangebot. In Ordnung. Lassen Sie hören. Sie zahlen Jani alles zurück, das ganze Latinum, um das Sie und Moxie betrogen haben. Botschafter! Und buchen Ihre Überfahrt zum Gamma-Quadranten. Botschafter! Erste Klasse. Also Bannik! Als Symbol eurer Wertschätzung für all Ihre harte Arbeit. Unverschämt! Also Sie sind ganz schön hart beim Verhandeln, Botschafter. Mhm. Hier! Okay. Stehen Sie nicht einfach nur da, Botschafter! Schalten Sie es ein! Okay. Also, ich... Botschafter, statt der Refraktionseinstellung haben Sie die Reflexionseinstellung betätigt. Okay, das ist glaube ich nicht schlecht. Sieht genau aus wie ich. Oh, das kann ja keiner wollen. Eine ziemliche Verbesserung. So, das ist die Unsichtbarkeitseinstellung. Gut. Irgendwelche letzten Vorschläge? Wie man das taktische Holoprogramm vernichtet? Hoppla, Botschafter, Sie haben mich erschreckt. Tja, lassen Sie ihn nicht sehen, wie viel Angst Sie haben. Na, danke. Ich glaube, da muss ich... so aussehen wie das taktische Programm. Ich speichere jetzt trotzdem. Die sollten mich doch eigentlich nicht sehen. Ist das Ding an? Ja, ist doch an. Sage mal... Übertreibt ihr aber. Hey, ich hab doch die Tarnung an. Können mich die Drohnen dann trotzdem sehen? Okay, muss ich nicht verstehen. Aber ich glaube, ich brauche nur diesen komischen Umkehrmodus da. So. Schiffsbau. Nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte ein Schiff bauen lassen. Visuelle Identifizierung beginnt. Bleiben Sie stehen. Identität nicht festgestellt. Steuerung wurde an das taktische Holoprogramm übergeben. Dieses Holoprogramm wird beendet. Zugriff auf taktisches Programm. Steuerüberlagerung bei 85%. Ich weiß nicht, ob das funktioniert so. Überlagerung löschen. Löschen umgehen. Nicht bewegen! Anomalie. Bittstellerplattform registriert. Druckschwankungen. Aber keine visuellen Scans. Analyse.
potenzieller Saboteur. Oh. Leck mich doch. Eindringling eliminiert. Ach ja. So, warte ja, mal. Ja, Freunde. Und, jetzt haben wir den zweiten Generator gefunden. Schiffsbau. Nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte ein Schiff bauen lassen. Visuelle Identifizierung beginnt. Und bleiben Sie stehen. Identität festgestellt. Kiel. Hoffentlich jetzt erstmal weniger Probleme haben. Sie glauben, ich bin Kiel? Und ich würde sagen, ja, ein Erfolg. Ich bin nicht verantwortlich für Bemerkungen, die gemacht wurden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber das taktische Holoprogramm aufrufen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt hat das funktioniert. Ciao, ciao. Okay, die Freitagsfolge, die darf auch länger werden. Zugriff auf taktisches Programm. Steuerüberlagerung bei 85%. Überlagerung löschen. Löschen umgehen. Nicht bewegen! Kriegsherr Havoc ist zurückgekehrt. Die Zitadelle untersteht Ihrem Kommando. Sehr gut. Alle Zitadellenfunktionen abschalten. Nur das Hauptsteuerprogramm kann die Zitadelle abschalten. Rufen Sie sofort das Schiff Nemesis zurück. Das Nemesis-Schiff befindet sich unter innerer Führung. Es kann nicht zurückgerufen werden. Zerstören Sie das Schiff Nemesis sofort. Das Nemesis-Schiff ist ein in sich geschlossenes Operationssystem. Es reagiert nicht auf Langstreckenzerstörungssequenzen. Tun Sie, was ich Ihnen befehle. Kriegsherr, vergeben Sie mir. Es ist nicht mehr möglich. Warum nicht? Was haben Sie getan? Es war notwendig. Die Hauptsteuerung war defekt. Das taktische Kommando hat Priorität. Die Hauptsteuerung hat versucht, das taktische Kommando einzuschränken, die Abwehr zu schwächen, den Zitadellenperimeter zu entwaffnen. Das ist ein Fehler! Es ist Ihnen nicht gelungen, die Zitadelle vor den Mängeln im Hauptsteuerungsprogramm zu schützen. Das Hauptsteuerprogramm ist defekt. Ich habe die Zuverlässigkeit des taktischen Kommandos erhalten. Ich habe nicht versagt. Entfernen Sie alle existierenden Programme aus dem System. Durch die Systemlöschung werden alle Operationssysteme gelöscht. Die ursprünglichen Grundstrukturen der Programme und der aktuelle Speicher werden nur noch in ihren jeweiligen Heimatdatenbanken existieren. Dadurch sind die Existenz des taktischen Programms, der Schiffsbau sowie die defekte Hauptsteuerung höchst gefährdet. Löschen Sie das System. Der Kriegsherr befiehlt es. Systemlöschung eingeleitet. Lade residentes taktisches Holoprogramm und aktuellen Speicher auf gesicherte Heimatdatenbank. Sicherheitspatrouillen auf Maximum. Taktisches Programm endet. Wie handsam er auf einmal ist. So, nu? Ja, und nu? Ah! Willst du mich verarschen? Echt jetzt? Fucker geist mich doch. Schiffsbau! Nennen Sie Ihr Anliegen! Ich möchte ein Schiff bauen lassen. Visuelle Identifizierung beginnt. Bleiben Sie stehen. Identität nicht festgestellt. Steuerung wurde an das taktische Holoprogramm übergeben. Nee, Dieses Holoprogramm wird beendet.
Zugriff auf taktisches Programm. Steuerüberlagerung. Und man kann es natürlich nicht abbrechen. Überlagerung löschen. Löschen umgehen. Nicht bewegen! Anomalie. Bittstellerplattform registriert. Druckschwankungen. Aber keine visuellen Scans. Analyse. Potenzieller Saboteur. Na, danke schön. Eliminiert. No. So, warte mal, erstmal hier. So war das. Dann speichern wir nochmal. Oh, Mann, Mann, Mann. So. Na, mach. Schiffsbau. Nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte ein Schiff bauen lassen. Visuelle Identifizierung beginnt. Bleiben Sie stehen. Identität festgestellt. Kiel. Schiffsbauer. Sie glauben, ich bin Kiel? Ja, Sir. Ich bin nicht verantwortlich für Bemerkungen, die gemacht wurden, bevor Ihre Identität bekannt war. Die Hauptsteuerung aufrufen. Sofort. Hauptkontrolle. Stehen bleiben. Sie sind Meister Syr. Sie sind nach langer Abwesenheit willkommen. Das Holoprogramm Hauptkontrolle steht zu Ihrer Unterstützung bereit. Holoprogramm, ich will das Kommando. Jetzt. Meister, das taktische Holoprogramm hat sich deiner Befehlsautorität bemächtigt. Wir müssen das taktische Holoprogramm löschen. In Ihrer Abwesenheit habe ich... Nein. Kernindex abschalten. Jetzt! Ui. Wie bitte? Jetzt? Da wird ja immer besser. So, das ist an. Okay, wenn ich das Falsche sage, dann bringt mir das auch nichts. Nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte ein Schiff bauen lassen. Visuelle Identifizierung beginnt. Bleiben Sie stehen. Identität festgestellt. Kiel. Schiffsbauer. Sie glauben, ich bin Kiel? Ja, Sir. Ich bin nicht verantwortlich für Bemerkungen, die gemacht wurden, bevor Ihre Identität bekannt war. Das taktische Holoprogramm aufrufen. Dann müssen wir die Taktik aufrufen. Ja, Sir. Jetzt müssen wir eben wieder zur Sau machen, quasi. Zugriff auf taktisches Programm. Steuerüberlagerung bei 85%. Überlagerung löschen. Löschen umgehen. Nicht bewegen! Kriegsherr Havoc ist zurückgekehrt. Die Zitadelle untersteht Ihrem Kommando. Übergeben Sie alle Schiffe dem Kommando der Bio-Einheit. Wie Sie befehlen, Kriegsherr. Alle zurzeit funktionstüchtigen Schiffe werden jetzt von Bio-Einheiten kontrolliert. Rufen Sie sofort das Schiff Nemesis zurück. Das Nemesis-Schiff befindet sich unter innerer Führung. Es kann nicht zurückgerufen werden. Zerstören Sie das Schiff Nemesis sofort! Das Nemesis-Schiff ist ein in sich geschlossenes Operationssystem. Es reagiert nicht auf Langstreckenzerstörungssequenzen. Tun Sie, was ich Ihnen befehle! Kriegsherr, vergeben Sie mir. Es ist nicht mehr möglich. Leiten Sie das Schiff Nemesis auf mein Zeichen hin auf einen neuen Zielkurs um. Kriegsherr, ich kann nicht. Warum nicht? Was haben Sie getan? Es war notwendig. Die Hauptsteuerung war defekt.
Das taktische Kommando hat Priorität. Die Hauptsteuerung hat versucht, das taktische Kommando einzuschränken, die Abwehr zu schwächen, den Zitadellenperimeter zu entwaffnen. Das ist ein Fehler! Es ist Ihnen nicht gelungen, die Zitadelle vor den Mängeln im Hauptsteuerungsprogramm zu schützen. Das Hauptsteuerprogramm ist defekt. Ich habe die Zuverlässigkeit des taktischen Kommandos erhalten. Aber wie schön, wie jämmerlich der jetzt rüberkommt. Ich habe nicht versagt. Entfernen Sie alle existierenden Programme aus dem System. Durch die Systemlöschung werden alle Operationssysteme gelöscht. Die ursprünglichen Grundstrukturen der Programme und der aktuelle Speicher werden nur noch in ihren jeweiligen Heimatdatenbanken existieren. Das ist okay. Dadurch sind die Existenz des taktischen Programms der Schiffsbau sowie die defekte Hauptsteuerung höchst gefährdet. Sie sind defekt. Sie sind ein mangelhaftes und instabiles Programm. Nein! Ich bin ein mächtiges und scharfsinniges Programm! Ich habe eine besondere Initiative ergriffen! Haben Sie das defekte Programm aus dem System entfernt? Ich konnte nicht. Nur die Bio-Einheiten, der Meister, der Kriegsherr können das System löschen. Löschen Sie das System. Der Kriegsherr befiehlt es. Systemlöschung eingeleitet. Lade Residentes taktisches Holo-Programm und aktuellen Speicher auf gesicherte Heimatdatenbank. Sicherheitspatrouillen auf Maximum! Taktisches Programm endet! Gut, jetzt haben wir das wenigstens. Na? Okay. Alles klar. Nee, weiter runter. So, hier kommen wir jetzt. Ah nee, das wäre ja so. Ist da hier irgendwas? Okay. Das müsste doch dann die Tarnung jetzt sein. Na komm, Speicher. Wie kann das sein, dass die Drohnen mich trotzdem treffen? Ich hab doch die olle Tarnung an. Mich verarschen? Ich glaube, Quark hat mich ein bisschen verarscht. Ey, komm. Jetzt musst du echt jeden Schritt speichern. Um hier weiterzukommen. So, ich denke mal, da müssen wir zu Quark jetzt zurück. Ah, jetzt. Echt? Komm! Wozu habe ich denn diese Scheiß-Tarnung, wenn die nicht funktioniert? Du hast mich doch verarscht. Das ist das. Wieso kann... Die Drohnen dürften mich doch nicht sehen. Quark haben sie doch auch nicht gesehen. Ey... Arbeit nicht. Dass ich da jetzt echt nicht mehr weiterkomme. Okay, wir haben es gleich 24 Uhr, wo ich die Folge aufnehme. Da kann es dann durchaus schon mal sein, dass die Reflexe auch nicht mehr so toll sind. Oh. Oh, lalala.
Ah. Gut, ich merke auch langsam die Übelkeit. Übelkeit, Müdigkeit, scheiße. Oh Mann, ey. Komm. Es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit. Aber es ist die Freitagsfolge, da kann man schon mal länger machen. Das ist okay. So, Quark. Wo bist denn du? Quark? Quark? Was ist denn das hier? Ups. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was war das jetzt? Kann ich vielleicht jetzt woanders hin? Oh, warte mal, was war das? Rot. Okay, irgendwie nix. Was ist denn jetzt los? Das Programm ist ja jetzt zerstört eigentlich. Quark, wo bist du jetzt? Bist du hier irgendwo? Ah! Aue! Oh Mann! Andere Geräusche. Geht auch nicht. Hä? Will mich doch einer verkackeiern, oder? Ah, oh. Oh. Nennen Sie Anzahl der Städte. 14. Groß. 48. Klein. Beschreiben Sie die Städte. Schön. Hell. Sag mal, plaudert ihr jetzt? Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber was genau ist passiert? Es gab eine Explosion. Das taktische Holoprogramm hat sich selbst aus dem Kontrollnetz gelöscht. Sie haben selbst die letzte vorhandene Kopie des taktischen Holoprogramms gelöscht. Die Kontrolle der Zitadelle ist wieder auf mich übergegangen. Sehr gut. Was ist mit der Nemesis? Das Schiff Nemesis hat die Fabrik bereits verlassen. Es wird intern gesteuert und kann nicht zurückgerufen werden. Gefahr! Beeilen! Was ist mit der Fabrik? Haben Sie sie abgeschaltet? Sobald Sie abgeflogen sind, werde ich alle Operationen abschalten. Das klingt gut. Alles abschalten? Sie auch? Ich bin ein Holoprogramm. Ich habe meinen Zweck erfüllt. Trauer! Hoffnung! Mein Schiff, die Hornet. Können Sie mir das Kommando übergeben? Das Schiff namens Hornet ist bereit zum Abflug. Ihr Gefährte Quark ist an Bord. Er belädt es gerade mit Metallteilen. Das Schiff überschreitet gerade sein maximales Betriebsgewicht. Er wird Sie auf mein Signal an Bord beamen. Sagen Sie mir, wenn Sie zum Transport bereit sind. Odo, beeilen! Odo sagt, beeilen! Geben Sie Quark ein Signal. Ich bin bereit zu gehen. Okay. Einsatzlogbuch, Zusatzantrag. Es gelang uns, die Produktion der Drohnen in der Zitadelle zu stoppen und mit der Hornet vom Planeten zu entkommen. Zu Quarks großem Leidwesen ohne dessen Latinum-Vorräte.
Dank der überlegenen Geschwindigkeit der Hornet kamen wir vor der Nemesis auf Deep Space Nine. Zu unserer Erleichterung wartete die Defiant auf uns. Ah, sehr schön. Ah, da ist er. Registriere erhöhte Neutrino-Emissionen aus dem Wurmloch. Jetzt da kommt der etwas Brücke ziemlich der Defiant. Großes durch. Ich denke, das ist die Nemesis, Bennig. Mhm. Mordsvieh. Unbemannt. Erheblich verstärkte Bewaffnung im Vergleich zu den vorherigen Schiffen. Major Kira ruft das Schiff. Captain, das Schiff antwortet. Ich dachte, es sei unbemannt. Dachte ich auch. Und es ist so. Trotzdem... Auf den Schirm. Havoc. Sie wurden als die Bio-Einheit mit der Identität Bannock identifiziert. Auf Ihrem Schiff befinden sich aggressive fremde Lebensformen, die den Herrschaftsbereich des Kriegsherrn infiltrieren. Ihre Versuche, die Eroberung dieser Festung zu verhindern, werden nicht toleriert werden. Die Festung und ihre Bewohner stellen keine Bedrohung für den Kriegsherrn dar. Die Existenz eines projizierten Energiedeflektorschildes ist ein Hinweis auf feindliche Absichten. Raumfahrzeug innerhalb des Schutzschirms wird jetzt zur Eroberung ins Visier genommen. Was zum Teufel ist das? Die Messwerte deuten auf eine negative Ladung unserer... Verdammt! Sie haben eine Möglichkeit gefunden, unseren Schilden die Energie zu entziehen. Ausweichmanöver. Ihre Ausweichmanöver werden keinen Einfluss auf das Endergebnis haben. Schwankende Schildenergie. Energieabfluss von Schilden wird schwächer. Schalten Sie das ab. Ich hab's. Energieentzug gestoppt. Schadensbericht. Wir haben nur 50% Energie in den Bug- und Backbordschilden. Wird das reichen? Lassen Sie mich nur nah genug herankommen, Dex. Mit den Quantentorpedos kann ich ein paar wirksame Treffer anbringen. Steuerbord und Heck sind völlig schutzlos. Dann müssen wir sie nur ausmanövrieren. Dex, bringen Sie uns dichter heran. Bannock? Sir? Wir bringen Sie schon an Ihr Ziel. Sehen Sie nur zu, dass Sie es nicht verfehlen. Aha. Ja, Sir. Na super. Dex, volle Leistung. Da kommen sie. Zielpeilung 0-50. Weitere Ziele in Reichweite. Zielpeilung 0-311. Schilde bei 75%. Ich weiß gar nicht hundertprozentig, auf was ich ballern soll. Bleiben Sie bei uns, Mr. Bannock. Ja, ich arbeite ja dran. Riss in der Hülle. Schilde bei 30% kulturellen Integrität. Den Zentralkern ins Visier nehmen. Ein weiterer Versuch. Taktischer Offizier bereit? Bringen Sie uns so nah ran wie möglich, alter Junge. Was ist der Zentralkern? Da. Das war? Komm. Komm, das war's. Ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, geschafft. Schön. Stationslogbuch, Zusatzeintrag. Aufklärungsflüge haben bestätigt, dass die Bedrohung durch die Drohnen tatsächlich mit der Zerstörung der Nemesis beendet wurde. Dank Bannocks Einsatz wurde die Produktion von Kriegsschiffen in der Zitadelle gestoppt. Wenn die Skytianer es wünschen, kann Demeros 3 wieder besiedelt werden. Ich reiche eine offizielle Belobigung für den ehemaligen Attaché Bannock ein, der plant, eine Karriere als erster tyrionischer taktischer Offizier der Sternenflotte einzuschlagen.
Ich habe ihn gefragt, ob er nach Abschluss seiner Ausbildung auf der Akademie einen Posten auf Deep Space Nine annehmen möchte. Angesichts der ständigen potenziellen Bedrohungen durch das Dominion kann es nicht schaden, einen guten taktischen Offizier an Bord zu haben. Major Kira berichtet, dass die letzten vor dem Plasmasturm geflohenen Bewohner zur Station zurückgekehrt sind. Die noch bestehenden Schäden werden zurzeit behoben und auf der Promenade kehrt langsam wieder der Alltag ein. Die Reparaturmannschaft hat eine umfassende Ebene 1 Diagnose. Herrlich. Freunde, wir haben es geschafft. Was soll ich sagen? Ein wunderschönes, knackiges Spiel. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe, weil auf der Zitadelle, da hatte ich am meisten Angst gehabt. Wegen diesem Labyrinth und dergleichen, dass sich das dann halt alles so in die Länge zieht. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut gemeistert. Und was als nächstes kommt, werden wir dann einfach sehen. Ich werde bei Bedarf dann auch gerne noch reinschreiben, wie ich diesen Fehler behoben habe, den wir hatten, dass wir ja das dieses Hauptprogramm halt nicht aufrufen konnten. Und war eigentlich ganz leicht zu fehlen. Ich hatte nur bei Google mal DS9 Harbinger Fehler eingegeben und dann bin ich auf ein Forum gestoßen, wo es dann erklärt war, das sind eigentlich nur drei Ordner, die man von der zweiten CD in den Hauptordner kopiert und dann überschreibt und dann funktioniert das dann auch wieder. Okay, Freunde, aber die Folge ist wirklich lang genug. Wir haben es jetzt bei mir schon 0 Uhr, aber ich denke mal, Freitagsfolge, da darf das schon mal sein, ne? In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.